Fliegen ist billig. Wer rechtzeitig bucht, der kann so günstig kaum ins Kino gehen. Jetzt kommt die nächste Stufe, selber fliegen. Diese Maschine hier, die kostet so viel wie ein moderner Kleinwagen und bringt sie überall hin. Also überall, wo sie auch landen können und innerhalb von 2 Stunden Flugzeit hinkommen. Gute 100 Stundenkilometer schnell überfliegen sie jeden Stau und hier wird das gute Stück für sie individuell zusammengestellt. In dieser Halle in Krugsdorf bei Pasewalk vermutet man bestenfalls ein paar Tonnen Futtergetreide. Tatsächlich befindet sich im Inneren eine kleine, aber feine Flugzeugwerft, ein Familienbetrieb. Gebaut wird hier das billigste Fluggerät, das derzeit auf dem deutschen Markt zu haben ist. Aerolite 120 heißt das Ultraleichtflugzeug zum Preis eines Kleinwagens, dessen Ursprungsversion aus den USA kommt. Ein Fluggerät, das offenbar nur bedingt den deutschen Anforderungen entsprach. Wir haben in der Tat 2 Belastungstests gemacht. Der Originalrahmen, so wie er aus USA geliefert wurde, hat an mehreren Punkten Strukturschwächen gehabt, die wir dann beseitigen konnten. Der Rahmen wurde komplett neu konstruiert und verstärkt, um in Deutschland eine Zulassung zu bekommen. Technische Abnahmen, wie sie übrigens in den USA nicht vorgeschrieben sind. Insgesamt wird die Hälfte aller Bauteile des US-Imports hier in Krugsdorf ausgetauscht. Selbst einen eingebauten Fallschirm für alle Fälle hat das kleine Flugzeug. Komfort für eine Zielgruppe, die es im Zweifel luftig und trotzdem bequem haben will. Da haben wir eben einige Kunden, die so zwischen 30, 35, 40 sind, die sagen, ich möchte das Fliegen lernen. Und als zweites sind es die Piloten, die sich noch ein zweites Flugzeug anschaffen oder ihr großes abgeben und sagen, ich mache sowieso nur noch Cruisen, ich möchte bis runterkommen, gemütlich sein und sich dann eine Aerolite kaufen. Und die dritten sind diejenigen, die Gleitschirm fliegen mit dem Rucksack und mit den Schirmen, die jetzt auf den Dreiachser umstellen, die das offene Fliegen lieben. Und aber dann eher so ein bisschen bequemer fliegen wollen. In die Jahre gekommene Gleitschirmflieger mit Rückenproblemen. Also die aktuelle Maschine bekommt gerade einen neuen Motor. Auch hier ist das US-Original nicht so wirklich tauglich für den europäischen Luftraum. Wer sparen will, kann sich sein Ultraleichtflugzeug übrigens auch als Bausatz liefern lassen. Mit 2 Leuten kann man den gut aufbauen. Und realistisch, wenn ich bis jetzt mich nur an Billigregalen versucht habe, wie lange brauche ich? Wenn man sich nur an Billigregalen versucht hat, sollte man zumindest den zweiten Partner dabei haben, der schon mal den Sachverstand hat. Denn wir haben jetzt keine Bauanleitung, die sagt, schiebe den Bolzen von links nach rechts und dann die Unterlichtscheibe, dann die Mutter. Also da würden wir von abraten. Und die Maschine kann tatsächlich fliegen. Für bis zu 2 Stunden Flugzeit reicht der Sprit. Also im Zweifel auch für den Weg zur Arbeit und zurück, wenn denn eine Landebahn in der Nähe ist.